So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich zum Guten Morgen Börse gemeinsam mit XTB. Heute am Dienstag, den 19. Dezember 2023. Und wir wollen uns gemeinsam einen Blick auf die Märkte gönnen, die immer unspektakulärer werden. Und es wird zunehmend schwer, auch für mich tatsächlich, etwas Interessantes herauszu, in Anführungsstrichen picken, ja, cherry picken. Aber ich habe vielleicht was und es bezieht sich auf eine Aktie, die haben wir gestern bereits kurz angerissen gehabt und ich fand den Kursverlauf gestern ziemlich interessant. Mein Fokus lag gestern hauptsächlich auf Tesla, wie thematisiert hier an dieser Stelle. Im Nachgang habe ich mir aber die Frage gestellt, wäre es nicht vielleicht besser gewesen, sich eher auf Carvana zu fokussieren, aber vielleicht wird das ja noch etwas im Laufe jetzt der kommenden Handelstage. Was ich dafür genau sehen wollen würde, warum ich es sehen wollen würde, dazu dann in wenigen Sekunden mehr. Bevor wir ganz offiziell starten, allerdings zunächst der Blick auf den Risikohinweis. Devisen und CFDs sind komplexe Handelsinstrumente. Die werden auf Margin getradet, gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren, sind ausgehend hiervon nicht für den Anleger geeignet. Und bevor man mit dem Handel beginnt, erstelle mal bitte sein persönliches Risikoprofil und oder lasse ein solches erstellen von einem unabhängigen Finanzberater, lade sich dann auf xtb.com/de kostenlos eine Demo herunter, teste deine risikofreien Schau, ob der Handel mit diesem Produkt sich für ihn eignet. Und sofern man das für sich mit Ja beantworten kann, hat man auch die Möglichkeit, ein Live-Konto zu öffnen. Diesbezüglich alle Informationen, vollständige Risikohinweise findet ihr auf xtb.com/de kostenlos. Eine Demo runterladen könnt ihr euch dort ebenfalls, wie gesagt, aber darüber hinausgehend auch die Möglichkeit gerne nutzen, den Berliner Kundensupport kontaktieren. Kontaktdetails folgen sogleich, kurz in eigener Sache. Bitte nichts in den folgenden Minuten als Anlageempfehlung missverstehen. Es handelt sich um ein rein edukatives, rein informatives Event. Ihr könnt gerne eure Fragen unterhalb des Videos in der Kommentarfunktion stellen, aber wie gesagt, bitte nichts als Anlageempfehlung missverstehen. Hier die Kontaktdetails von XTB, Berliner Büro, deutscher Kundensupport, E-Mail-Adresse, wenn ihr Fragen haben solltet. Kurz zu XTB als Broker, bester CFD-Broker des Jahres 2023, ausgezeichnet von Brokerwahl, die Gründe dazu geführt haben, findet ihr hier links einmal aufgeführt. Ein Grund mit Sicherheit, die X-Station, und genau in die wollen wir jetzt hier uns einen Blick gönnen. Vielleicht ganz kurz anknüpfend an einige Kommentare gestern unter dem Video. Also noch einmal, es ist essentiell wichtig, obligatorisch den Risikohinweis auch vorzulesen. Ja? Es wurde an mich herangetragen seitens des Brokers, seitens XTB, das bitte zu tun, und dem komme ich hier an dieser Stelle nach. Ich weiß, es ist ein bisschen anstrengend, es ist nervig. Ich will euch auch gar nicht an dieser Stelle nicht verstehen. Ich kann es absolut nachvollziehen, aber es ist eben obligatorisch. Und ausgehend hiervon tue ich es, ausgehend hiervon mache ich es zum Thema. Ich mache das nicht, um euch zu ärgern. Ich lese es, ich nehme es wahr, aber es ändert nichts. Ja? Schreibt einen Brief nach Brüssel und beschwert euch bei den Herrschaften, die der Trading-Branche, der Broker-Branche zunehmend den Hahn zudrehen wollen, in Anführungsstrichen, beziehungsweise sie mit teilweise absurd anmutenden Hinweisen meint, konfrontieren zu müssen, damit belegen zu müssen und dergleichen. Aber wie gesagt, wir spielen nur nach den Regeln des Spiels. Wir sind nur die Überbringer der Botschaft. Wir sind nicht diejenigen, welchen die Regeln des Spiels machen. Geht es nach mir, würden wir sagen, ja, Trading ist eine Profession, die erfordert, dass man sich selbst mit seinen Finanzen auseinandersetzt. Und da darf man alles behalten, wenn man was gewinnt, aber man muss eben auch mal einzahlen. Und dem Risiko, weil wir erwachsene Menschen sind, dem ist man sich bitte vorher im Klaren. Aber nichtsdestotrotz scheinbar ist das eben in Brüssel wird das etwas anders gesehen, so sagen wir es mal, seitens der Regulierer, auch seitens der BaFin. Und wir kommen diesen Vorschriften natürlich gerne nach. Aber nochmal, wir machen das nicht absichtlich, wir machen es, weil es obligatorisch ist. Wenn ihr andere Broker habt, die hier an dieser Stelle das nicht machen, nun ja, dann hat das vielleicht den Grund, dass die eben nicht hochreguliert sind an dieser Stelle, dass die irgendwo auf Vanuatu eben wandeln und sich da keine Sorgen machen müssen, dass da mal jemand dann drüber schaut und auf die Finger haut. Uns kann das nicht passieren, weil wir halten uns einfach schlichtweg an die Regeln und fertig. So, und jetzt kümmern wir uns um was es eigentlich gehen sollte, und ich hoffe, dass das eigentlich auch der Grund ist, warum ich die Videos angucke, nicht wegen dem Risikohinweis, um euch aufzuregen, sondern weil der Input vielleicht ein bisschen außergewöhnlich ist, ein bisschen interessanter ist, und weil wir uns hier auf Plays konzentrieren, die durchaus mal spannend sind und die nicht jeder auf dem Schirm hat. So beispielsweise Carvana, CVNA. Und ich habe es hier im Daily Chart einmal eingefangen, dieses Schlüssellevel auf der Oberseite. Jetzt wird man sagen, naja, potenzielles Breakout-Level, ist das so spektakulär? Ich denke, bei Carvana ist das ein potenzielles richtiges Action-Level, und der Grund dafür ist relativ einfach. Die Aktie, die hat einen sogenannten Short-Float laut Finbiz, da kann man sich das auf der Webseite einfach mal anschauen.
von etwa 95 Millionen, 94 Millionen Stücke, die dort umgehen. Und von diesen 94 Millionen umgehenden, 95 Millionen umgehenden Stücken sind knapp 35% geschortet. Das ist eine der meistgeschorteten Aktien der Wall Street. Hatte auch schon eine Squeeze gesehen, wie ihr hier erkennen könnt im Chart. Also das heißt, über das Jahr 2023 gab es immer mal wieder scharfe Pushs. Und scharfe Push heißt an der Stelle, wir sprechen hier prozentual einfach mal von einer 5-6-fachung des Aktienkurses. Von rund 10 Dollar, dann rauf bis 50, 60 Dollar. Und wir laufen genau in diesen Bereich. In Gefilde um 56, 57 Dollar. Wir haben gestern extrem stark gehalten. Wir hätten Momentum hier spielen können. Ich hatte das ja zum Thema gemacht gehabt mit dieser Formation, die wir hier eingezeichnet hatten, dass das eventuell ein ganz interessantes Szenario gewesen wäre. Wie gesagt, mein Fokus lag hauptsächlich auf Tesla. Ich muss mich im Nachgang halt fragen, war Tesla das wirklich gute Play? Ich denke schon, ich habe es sehr, sehr gut gehandelt, aber nichtsdestotrotz, es wäre halt mehr Fleisch am Knochen gewesen in der Carvana. Aber was nicht ist, das kann durchaus noch werden und genau da wollen wir jetzt mögliche Szenarios skizzieren. Wir stochern natürlich im Trüben, keine Ahnung, ob es so kommen wird, aber es wäre vielleicht ganz sinnvoll, jetzt schon mal einen Gameplan zu skizzieren, wenn es denn dann so kommt. Also wir sehen hier oben, ich hebe das vielleicht mal farblich ab mit Rot, das ist diese Widerstandsregion, von der wir hier sprechen, rund 56, 57 ungefähr reinkommt. Wir haben gestern einen Close gesehen. Ungefähr im Bereich um 55 Dollar, das heißt also knapp unterhalb dieses Niveaus. Und nunmehr ist es eben so, das, was wir eigentlich spielen wollen, sind sogenannte Squeeze Plays, Short Squeeze Plays, also nach Möglichkeit solche Beschleunigungen, wie wir sie hier folgend auf die Fed letzte Woche Mittwoch zu sehen bekommen haben. Nun ist die Frage natürlich, wie kann so etwas aussehen? Worauf achten wir an dieser Stelle? Und diese Formation hier, die ich da eingezeichnet habe, die wirft schon mal so in etwa einen Schatten voraus, was ich gerne sehen wollen würde. Solch eine Konsolidierung nach einem Break über solch eine signifikante Widerstandsregion in einem so stark geschorteten Titel ist eigentlich genau das, was wir sehen wollen, möglichst über mehrere Stunden. Sprich, ganz konkret, ich will das ganz kurz einmal hier einzeichnen, nicht nur darüber sprechen, schneide das mal ganz kurz aus. Das wird jetzt ein bisschen schmierig, ich hoffe aber dennoch, dass ihr mit diesen Gedanken dann etwas anfangen könnt und sich das Bild hoffentlich auch in ähnlicher Form darstellt. Also, was wir sehen wollen, ist nach Möglichkeit einen Drive, einen Break unter anziehendem Volumen über die 56, Gefilde 57 ungefähr. Das bedeutet also, wir warten an dieser Stelle ab. Vielleicht gibt es das auch schon in der Vorbörse zu sehen. Haupt- oder Wunsch meinerseits wäre, dass wir 15.30 Uhr bis 16 Uhr ungefähr diesen Push zu sehen bekämen. Und dann wollen wir sehen, dass das nach Möglichkeit mit erhöhtem Volumen läuft. Das ist die Frage, was ist erhöhtes Volumen? Wie kann man sich das vorstellen? Wir wollen es nicht überkompliziert oder zu pathologisch werden lassen. Es gehen im Schnitt, also ich kürze das immer ab mit ADTV, Average Daily Trading Volume. Es gehen ungefähr 10 Millionen Aktien pro Tag um in der Carvana hier. Das bedeutet, ich möchte innerhalb dieses Zeitfensters der ersten halben Handelsstunde ab 15.30 Uhr möchte ich sehen, dass wir solch einen Break zu sehen bekommen, nach Möglichkeit mit 20-30% des Daily Trading Volumes, Average Daily Trading Volumes. Das heißt also, 2-3 Millionen Stücke sollen diesen Break oder sich innerhalb solch eines Breaks gehandelt sehen. Das lässt sich vielleicht schon als Trade aufsetzen, als Momentum-Play in irgendeiner Weise. Das wäre durchaus eine Überlegung, das werde ich auch noch ein bisschen durchexerzieren. Aber das Szenario, was ich visualisiere, ist tatsächlich nochmal etwas anderes. Ich möchte gar nicht den direkten Break innerhalb dieser ersten halben Handelsstunde sehen, sondern dann der Price-Action folgen für die kommenden Stunden. Also Zeitfenster zwischen 16 bis 19 Uhr, vielleicht 20 Uhr, je nachdem ungefähr. Dass sich hier eine enge Konsolidierung herausbildet, in ähnlicher Form wie hier, wo wir dann solch ein sogenanntes Wedge-Pattern sich ausbilden sehen. Das sollte unter dann deutlich abnehmendem Volumen sein, wobei die kurzen Pushs die Richtung der oberen Begrenzung laufen, unter anziehendem Volumen laufen und die reinkommen eher unter fallendem Volumen. Und dann wollen wir sehen, dass ab ungefähr 19, 19.30, 20 Uhr es zu einem Break aus dieser Konsolidierung, die nach Möglichkeit oberhalb, also nicht nur nach Möglichkeit, sondern im wirklich perfekten Szenario, oberhalb dann der 56, 57 eben stattfindet, eng, das ist diese Region, und oberhalb auch der vorbörslichen Hochs, wobei ich nicht glaube, dass das eine groß ausgeprägte Handelssitzung eben werden dürfte, dass wir dann mit Volumen einen Break aus dieser Konsolidierung auf der Oberseite sehen. Und dann wird es eben richtig interessant, weil, jetzt kommt es, das wird nicht einfach nur ein Breakout sein, sondern ich gehe davon aus, dass das dann fast schon Panik nach sich zieht, denn die Short-Positionierten im Hinblick eben auf diese 35% Short-Flow, die wir dort sehen, also über 30 Millionen Stücke, die dort Short gehalten werden, nun, die werden oberhalb dieser wichtigen Ausbruchregion auf der Oberseite einfach kalte Füße bekommen. Das heißt also, die werden sich hier die Frage
Frage stellen, stehen wir hier eventuell in das Weihnachtsfest vor einer massiven Squeeze? Wir haben vielleicht eine kleine Exposure, aber die kann durchaus negativ sich auswirken auf unsere Jahresperformance, die wir vielleicht an anderer Stelle erwirtschaftet haben. Und die wollen dann eindecken. Und genau das kann dann eben einen scharfen, steilen, vertikalen Kursanstieg eben nach sich ziehen, der nach ähnlichen Kriterien verläuft, wie beispielsweise in der AMC oder GME, um jetzt mal die klassischen Meme-Stocks eben zu nennen, die wir 2021 zu Beginn des Jahres gesehen haben. Und hier aus dieser Perspektive sind eben solche aggressiv short gehandelten Titel wie eine Carvana durchaus interessant. Mal schauen, ob das Szenario sich so herauskristallisiert. Aber sehen wir den Break innerhalb der ersten halben, dreiviertel Stunde des Handelstages. Wie gesagt, optimal 15:30 bis 16 Uhr. Halten drüber und curlen dann hoch in den Abend hinein und brechen mit anziehendem Volumen, will ich nicht ausschließen, dass wir hier einen ähnlich vertikalen Kursanstieg zu sehen bekommen in der Carvana. Wir folgen beispielsweise auf die FED. Wir erinnern uns ganz kurz dran, nur dass wir es hier nochmal haben, damit wir eine Vorstellung haben. Wir sind am FED-Tag in der FED von rund 37, 38 Dollar in den Abend hinein alleine, über 20% gestiegen, sind gelaufen bis 44 Dollar und sahen dann noch dieses massive Gap-Up mit Follow-Through auf der Oberseite. Und das ist durchaus etwas, was hier mit Bruch über dieses technisch relevante Level folgen könnte und weswegen ich die Aktie als derzeit eigentlich ruhiger werdenden Umfeld, aber dennoch jetzt in das Weihnachtsfest hinein vielleicht als spannend erachte und mir auch dann vorstellen könnte, vielleicht sogar eine Swing-Position auf den Weg zu bringen, wobei das Hauptplay eigentlich jenes ist in den Abend hinein, mit solch einem Squeeze-Play. Also, CVNA, ich schreibe es hier nochmal ganz kurz hin, das ist das Ticker-Symbol CVNA für Carvana. Details zu finden bei Wikipedia, einfach sich mit der Firma mal auseinandersetzen. Wie gesagt, was uns interessiert als Trader ist der Short-Float, sind die ausstehenden Aktien, die short gehandelt sind und das technisch relevante Level 56, 57, wo ich mir vorstellen könnte, dass da eine scharfe Squeeze anstehen könnte. Also, durchaus mal einen näheren Blick wert. Und wer es nicht tradet, das ist nicht die essentielle Grundvoraussetzung, aber das Playbook zu erweitern und seinen Horizont zu erweitern, aus trading-technischer Perspektive, was handelbar würde dann auch im Jahr 2024 vielleicht als Setup, dafür eignet sich die Aktie auf jeden Fall und wie gesagt, schaut gerne vorbei. Wer sollte das Play aufgehen, machen wir es natürlich hier im nächsten Guten Morgen Börse, gemeinsam mit XTB zum Thema. Happy Trading meinerseits. Passt auf die Stops auf, habt euch wohl, macht's gut, bis dann und tschüss.